Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Cuesvaxaca, die letzte Inka-Brücke in den Anden von Peru. Zur Zeit der Inkas baute das Quechua-Volk Hängebrücken aus Pflanzenfasern, um die raue Geografie der Anden zu überqueren und so einige Gemeinden mit anderen zu verbinden. Cuesvaxaca ist heute die letzte lebende Inka-Brücke, die jedes Jahr zu ihrer Erhaltung erneuert wird. In der ersten Juniwoche eines jeden Jahres versammelt sich die gesamte Bevölkerung des Bezirks Cuyo in Peru drei Tage lang, um gemeinsam die Hängebrücke zwischen den beiden Ufern des Apurímac-Flusses zu erneuern und zu einer jahrhundertealten Tradition nachzukommen. Praxis es steht seit 2013 auf der repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Es liegt an der Spitze der schwindelerregenden Cuyo-Schlucht, durch deren Grund der Fluss Apurímac, Orakel des Berggottes in der Quechua-Sprache, fließt. Diese Brücke verbindet die Gemeinden Huinchiri, Chupibanda und Cocaihua, die am linken Ufer leben, während die Gemeinde Xolana-Cuyo am rechten Ufer ansässig ist. Dieses Werk traditioneller Ingenieurskunst ist die letzte verbliebene Pflanzenfaserbrücke in Peru und ein Symbol für die enge Verbundenheit, die diese Gemeinden mit ihrer Geschichte, ihren Traditionen und der umliegenden Natur pflegen. 3,5 Stunden von der Stadt Cusco entfernt, im Bezirk Cuyo und auf einer Höhe von 3.700 Metern, liegt die Cuesvaxaca-Brücke über den Fluss Apurímac, die 29 Meter lang und 1,20 Meter breit ist. Jedes Jahr in der zweiten Juniwoche treffen sich die Gemeinden Chupibanda, Chocaihua, Huinchiri und Ccol Lana Cuyo zu ihrer Erneuerung. Dieser Prozess beginnt Tage zuvor, als die Bewohner auf die Suche nach Coya gehen, einer widerstandsfähigen Pflanzenfaser, die für den Bau der Brücke verwendet wird. Nach dem Sammeln wird es einen Tag lang trocknen gelassen, dann mit Steinen geschlagen und zum Aushärten eingeweicht. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, wird das Kieswa hergestellt, das die Vereinigung mehrerer Coyas ist, bis ein Seil entsteht. Alle Familienmitglieder beteiligen sich an dieser Vorbereitung. Tage bevor mit dem Bau der Brücke begonnen wird, wird das Coya geschnitten, ein strohfarbenes Gras, das in den feuchten Hochgebieten des Andengebirges wächst. Diese Aufgabe übernehmen Frauen, aber auch Kinder, die von frühester Kindheit an lernen, die Fasern dieser Pflanze zu flechten. Auf der Straße einer Stadt sehen wir eine Frau, die ein Bündel Coya gegen einen Felsbrocken schlägt, um ihn flexibler zu machen, während eine andere die bereits aufgeweichten Stängel nutzt, um mit überraschender Geschicklichkeit ein Seil zu flechten. An dem Tag, an dem mit der Installation der neuen Brücke begonnen wird, beeilen sich alle, die Seile vorzubereiten. Die Inka-Brücke wurde mit Techniken hergestellt, die mehr als 6 Jahrhunderte zurückreichen. Die Cuesvaxaca-Brücke ist ein lebendiges Zeugnis einer der größten Errungenschaften der Inka-Zivilisation, des Cuhapacunan oder Inka-Pfades, eines eingebauten Routennetzes trotz der zerklüfteten Topographie der Anden, die von zahlreichen Schluchten und Schluchten durchzogen ist. Seilhängebrücken boten den Vorteil, dass sie über eine Elastizität verfügten, die in der Lage war, den verheerenden Auswirkungen der relativ großen seismischen Aktivität des Andengebirges entgegenzuwirken. Andererseits erwiesen sie sich als weniger resistent gegenüber meteorologischen Phänomenen wie den Regenfällen, die in der Region zu bestimmten Jahreszeiten mehrere Monate lang ununterbrochen fallen. Der Verfall der Stützseile machte ihre regelmäßige Erneuerung erforderlich. Und dieser alte Brauch ist es, den die Apurímac-Gemeinden mit ihrem jährlichen Austauschritual bis heute aufrechterhalten. Obwohl die Brücke nicht mehr das einzige Kommunikationsmittel zwischen den beiden Ufern ist, der Fluss. Nachdem die Kieswas vorbereitet sind, ist alles für die Renovierung der Brücke bereit, ein Prozess, der 3 Tage dauert und eine Reihe von Ritualen und Opfergaben an Pachamama, Mutter Erde, und die Apus, Berge, umfasst. Innerhalb der Andenreligiosität gelten die Erde und die Berge als Urgottheiten. Ein Peco, der Vermittler des Apus oder Andenpriesters, ist dafür verantwortlich, ihm um Erlaubnis in Form von Opfergaben oder Zahlungen zu bitten, bevor er mit einer richtigen Arbeit beginnt. Die Gemeinden sind davon überzeugt, dass es zu Unfällen kommen kann oder dass die Brücke schlecht gebaut werden kann, wenn diese Opfergaben nicht erfolgen. Ebenso glauben sie, dass Frauen Unglück bringen, weshalb sie weder bei diesen Ritualen noch bei der Renovierung dabei sein dürfen. Die Frauen bleiben im oberen Teil des Flusses und machen weitere Kieswa, um das Flechten der Brücke abzuschließen.
Der Aufenthalt im Arbeitsbereich ist ausschließlich Männern gestattet. Der Hauptparcours wird von Cayetano Kanawari hergestellt, der die Zeremonie mit Produkten wie Kokablättern, Mais, Kichererbsen, Bier und anderen beginnt, die auf einem zeremoniellen Steintisch platziert werden, um Mutter Erde geopfert zu werden. Wie Sie oder ich hat auch die Erde Hunger, und diesen zu stillen gehört zu unseren Pflichten als Kinder. Nun, sie ist die Quelle unseres Lebensunterhalts, erklärt Cayetano Kanawire, ein 63-jähriger Einwohner, dem Wahrsagefähigkeiten und Andenmedizin zugeschrieben werden. Vor der Renovierung der Brücke erzählen mir die Apus jedes Jahr, welchen Appetit Pachamama in diesen Tagen hat. Nun, ihr Geschmack entwickelt sich weiter und wir sollten sie nicht immer mit der gleichen Zartheit bezahlen, zu der auch die Apus aufgefordert werden, ihren Schutz anzuflehen und Unfälle bei der Renovierung zu vermeiden. Auf diese Weise erhalten Pachamama und Apus diese Opfergaben während der 3 Tage, die Erneuerung dauert. Erster Tag. Nach der Zahlung an das Land beginnt die Renovierung der Brücke, wobei jede Familie aus den verschiedenen Gemeinden verpflichtet ist, ein langes Kiswa mit sich zu führen, das den entsprechenden Behörden übergeben wird, die für die Registrierung der Teilnahme zuständig sind, jeder von ihnen, denn wenn die Familie dieser Aufgabe nicht nachkommt, wird dies sanktioniert. Sobald sie erhalten sind, werden sie auf einer Straße im oberen Teil des Flusses ausgeweitet, um miteinander verflochten zu werden und so dickere Seile zu erhalten, die als Stützpunkte und Handläufe der Brücke dienen. Am Ende des Tages werden die großen Seile zu den Enden der Brücke gebracht und dort bis zum nächsten Tag aufbewahrt. Zweiter Tag. Der zweite Tag beginnt wieder mit der Zahlung an Pachamama. Anschließend werden die Wiederaufbauarbeiten fortgesetzt. Ein Bewohner überquert ein langes Kiswa, das als Leitfaden für den Transport der Vorräte von einem Ende zum anderen dient, indem er zunächst die Seile für die Basis passiert, die an jedem Ende der Brücke befestigt werden. Wenn die Basis der Brücke platziert wird, werden die Kiswas passiert, die als Handläufe dienen. Sobald sie in Position gebracht sind, ist es Zeit, die alte Brücke fallen zu lassen. Dieser gesamte Prozess wird vom Chakaru-Vec oder Andeningenieur überwacht, der für die Überprüfung der guten Konstruktion der Brücke verantwortlich ist. Dritter Tag. Sobald die Sockel und Handläufe angebracht sind, beginnt die Arbeit des dritten Tages. Der Andeningenieur beginnt zusammen mit seinen Assistenten mit dem Flechten der Seiten der Brücke und verbindet die Handläufe mit dem Sockel. 2 Gruppen zu je 3 Personen beginnen mit der Arbeit an jedem Ende und beenden sie, wenn sie sich in der Mitte der Brücke treffen. Dieser Vorgang kann mehrere Stunden dauern. Während sie mit dem Bau fortfahren, treffen sich die Bewohner der Chokaihua-Gemeinde im oberen Teil der Brücke, um eine Art Teppich aus Blättern, Zweigen und Kiswa herzustellen, der den Boden der Brücke bedecken wird. Sie sorgen auch für längere Zweige, sogenannte Korlapos, die für mehr Stabilität sorgen. Bei Sonnenuntergang, wenn der Wiederaufbau abgeschlossen ist, überqueren die örtlichen Behörden als erste die 29 Meter, die die Ufer des Flusses trennen, und auf diese Weise ist die Renovierung der letzten Inka-Brücke abgeschlossen. Vierter Tag. Am vierten und letzten Tag kommen die Gemeinden zusammen, um die Fertigstellung der Brücke zu feiern, wo sie von morgens bis abends essen, singen und tanzen. Diese Ingenieurskunst wird dank des von ihren Vorfahren geerbten Wissens, das über hunderte von Jahren von Generation zu Generation weitergegeben wurde, am Leben gehalten. Dies wurde 1609 vom Inka-Chronisten Garcilaso in seinem Werk Königliche Kommentare der Inkas zu diesem Thema dokumentiert. Andere bereits verschwundene Brücken, die die hängenden Abschnitte des alten Inka-Straßennetzes darstellten. Dank des Inka-Chronisten Garcilaso ist bekannt, dass der Name Kuhaapiakunan, der auf Quechua Königliche Straße bedeutet, ein Netzwerk ist, das sich über die mehr als 2 Millionen Quadratkilometer erstreckte, die das Tawantinsuyu oder Reich umfassten. Inka, ein Gebiet, das sich derzeit über 6 Länder in Südamerika erstreckt, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien. Es ist wichtig zu wissen, dass immer weniger Nachbarn die traditionellen Kostüme tragen, die wir heute in ihrem täglichen Leben tragen, verklagt Cayetano Kanawire und zeigt uns sein Schafwoll-Outfit, schwarz-weiße Jacke und Hose, hergestellt von Quechua-Frauen. Ebenso macht es deutlich, dass bestimmte Bedrohungen für den Andinen-Glauben in unsere Gemeinschaft eingedrungen sind.
Die Zahl der Evangelisten unter uns ist, was unsere Gotthelden wütend macht. Aber die Konvertiten tragen weiterhin aus Respekt und Zwang zum Wiederaufbau von Quesbachaka bei. Wenn sie das Erwachsenenalter erreichen, sind sie verpflichtet, an dieser Tradition teilzunehmen, die auf einem alten präkolumbianischen Brauch basiert, der in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern immer noch in Kraft ist, den Minkas oder Gemeinschaftsarbeiten, die zum Wohle der gesamten Gemeinschaft durchgeführt wurden, wie zum Beispiel der Unterhalt und Reparatur der Abschnitte des Kuhaapiakunan, die in der Nähe ihrer Häuser verliefen. Genau wie ihre Vorfahren kümmern sich noch immer fast 1000 Quechuas, die an den Hängen der Berge verstreut sind, um den Schutz von Quesbachaka. Allerdings verliert die Tradition allmählich an Anhängern. Viele junge Menschen gehen auf der Suche nach einem besseren Leben und können nicht mehr helfen, sagt traurig Dimas Huica, ein Junge, der sich wie andere Quechua sprechende Nachbarn nur schwer auf Spanisch ausdrücken kann. Auf einem großen Felsen am Rande einer gepflasterten Straße sitzend, beobachtet er aus der Ferne das an jedem zweiten Sonntag im Juni gefeierte Volkstanzfest, eine musikalische Veranstaltung, mit der am vierten Tag die Renovierungsarbeiten abgeschlossen werden. Prunius hoje, siga no Facebook e Instagram.